Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute drei Tipps für euch, wie ihr eine intensivere Bindung zu eurem Hund aufbauen könnt. Und hier ist der erste Tipp. Distanz bedeutet Nähe. Genau diesen Satz brauche ich ja schon mal häufiger, weil ich finde, wenn man zu intensiv mit seinem Hund zusammen ist, ja, dann versaut man sich so ein Stück weit die Bindung. Wenn man dem Hund zu viel Aufmerksamkeit schenkt, wenn man ihm einfach zu viel Zeit widmet, wenn der Hund wichtiger ist als jemand selbst, ja, dann liegt der Fokus eben nur noch beim Hund und das ist nicht wirklich gesund. Eine gesunde Bindung bedeutet für mich, dass der Mensch und auch der Hund Raum hat. Beide brauchen Freiraum und nur so kann man durch diese Distanz auch wieder eine intensivere Bindung aufbauen. Ich finde, Menschen brauchen Raum, Hunde auch. Und deshalb lasst euch einfach auch mal in Ruhe. Das machen wir Menschen doch auch. Wir kleben doch auch nicht die ganze Zeit nur aneinander. Und trotzdem können wir dann dadurch eine wundervolle, schöne Beziehung aufbauen. Der zweite Punkt: gemeinsame Abenteuer erleben. Ja, das fängt manchmal schon zu Hause an. Man kann im Haus zusammen Abenteuer erleben. Ihr könnt zum Beispiel irgendwelche Sachen verstecken, ihr könnt Futter verstecken, ihr könnt gemeinsam im Haus ganz neue Dinge entdecken, ihr könnt durch die Räume schleichen, ihr könnt durch die Räume laufen, ihr könnt euch schon mal verstecken hinter irgendeiner Türe, ihr könnt euren Hund abwarten lassen. Und dann versteckt ihr euch im Haus und der Hund soll euch suchen. Das sind gemeinsame Abenteuer im Haus, die die Beziehung zwischen Mensch und Hund verstärken können. Wenn ihr rausgeht, könnt ihr beim Spaziergang so viel Neues entdecken. Ihr könnt auch dort Versteckspiele machen, Jagdspiele machen. Ihr könnt euch, ja, gegenseitig jagen. Ihr könnt ganz langsam über bestimmte Sachen balancieren. Ihr könnt mal rennen, ihr könnt schleichen, ihr könnt so einen kleinen Entengang machen, wo ihr euch mit eurem Hund ganz, ganz vorsichtig und langsam bewegt. Wo du deinem Hund vielleicht auch mal sagst, hey, warte mal, guck mal da vorne. Und jetzt schnell, jetzt laufen wir dahin. Ihr könnt auch mal albern sein mit eurem Hund. Einfach mal Blödsinn machen, Spaß machen, ein bisschen rumrülzen und einfach nur mal Mensch und Hund sein. Also gemeinsame Abenteuer sind ganz, ganz wichtig, um die Beziehung zu vertiefen. Denn bei gemeinsamen Abenteuern lernt man sich kennen. Und da kann man lernen, sich aufeinander zu verlassen. Das bedeutet, eine wundervolle Bindung zwischen Mensch und Hund herzustellen. Nun zum dritten Punkt. Ihr solltet euch mit eurem Hund entspannen. Viel zu viele Aktivitäten bringen den Hund dazu, dass er irgendwann nicht mehr runterfahren kann. Und wenn ihr mit eurem Hund eine gute und intensive Bindung haben möchtet, ja, dann entspannt euch einfach auch schon mal. Ihr könnt euch dazu auch gerne mal irgendwo hinlegen und wartet, bis euer Hund kommt. Der legt sich dann dazu und entspannt sich mit euch. Das ist ganz, ganz wichtig für eine intensive Mensch-Hund-Beziehung. Das, was ich hier gerade mit der Mizi mache, das solltet ihr auch häufiger tun. Vielleicht auch einfach mal nur in die Ruhe gehen und entspannen. Der Babu ist auch schon dabei. Ihr könnt dann eure Hunde auch mal ganz sanft und leicht berühren. So. Streicheln, mal ein Knutschi geben. Das ist die gemeinsame Entspannung. Das stärkt die Bindung. Das ist Liebe zwischen Mensch und Hund. Okay? Ach, so, jetzt bin ich entspannt, die Mizi ist entspannt, der Babu auch und ihr hoffentlich auch. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, wie ihr eine intensivere Bindung zu eurem Hund aufbauen könnt. Also, erlebt gemeinsame Abenteuer, seid albern mit eurem Hund, ja, entdeckt immer wieder Neues und
habt auch schon mal ein bisschen mehr Distanz voneinander, weil das stärkt dann auch wieder die Bindung. Gemeinsame Entspannung ist extrem wichtig. Lasst euch einfach mal fallen. Lasst euch in eine ruhige, beseelte Energie mit eurem Hund ein. Und ihr werdet merken, eure Entspannung überträgt sich auf euren Hund und umgekehrt auch. Also, jetzt steht einer intensiveren Beziehung und Bindung mit eurem Hund nichts mehr im Wege. Viel Spaß!